Bitcoin würde von einem Geheimdienst erstellt, um euch alle abhängig zu machen, und Satoshi Nakamoto ist in Wahrheit die US-Regierung. In einem neuen Clip packt jetzt ein Ex-CIA-Spion aus und redet über den wahren Ursprung von Bitcoin. Stecken Geheimdienste hinter Bitcoin? Ist Satoshi Nakamoto in Wahrheit ein Agent der CIA? Und was denken Geheimdienste über Bitcoin? Hi Leute, ich bin der Marc und ich begrüße euch hier zurück auf dem Bitcoin Hotel YouTube Channel. Tucker Carlson redet jetzt in einem neuen Interview offen darüber, wer hinter Bitcoin steckt. Obviously it was the CIA, I think we all know that. Bitcoin wurde vom CIA erfunden. Ich weiß nicht, ob er das ernst gemeint hat, aber das ist auch ganz egal. Mir wurde ein wirklich sehr, sehr heißer Clip zugesendet von einem Ex-CIA-Spion, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Er redet ganz offen darüber, dass die Menschheit noch nie wirkliche Freiheit gesehen hat, dass unsere demokratischen Systeme gar nicht so gut sind, wie wir denken, und uns Geheimdienste und Staaten mit Propaganda sehr, sehr stark beeinflussen. Auch ist er davon überzeugt, dass der Dritte Weltkrieg schon begonnen hat. Aber was wir momentan sehen, ist ein Stellvertreterkrieg. Wir haben noch keinen aktiven Krieg. Es sterben noch keine US-amerikanischen Soldaten, sondern wir haben einen Proxy-War. Das Ganze ist wirklich ein sehr, sehr heißes Thema. Wenn ihr euch das ganze Interview anschauen wollt, dann verlinke ich euch das unten in den Kommentaren. Wir schauen uns jetzt nur den Bitcoin-Part ein, wo er ganz genau auf Bitcoin eingeht, welches Potenzial der Geheimdienst hinter Bitcoin sieht und ob der Geheimdienst etwas zu tun hat mit der Entstehung von Bitcoin. A lot of people would say that Bitcoin was created by the CIA. I'm sure you've probably heard that. Yeah, everybody thinks that everything. There's someone who believes everything is created by the CIA, but I don't see that happening. And nowhere in my experience has that ever been a claim the CIA has made or even been assessed or assumed inside the hallways of Langley. Yeah. Das ist hier sehr interessant, weil hier wird der Spion gefragt, ob denn Bitcoin vom CIA erstellt wurde, und er beneint das hier ganz klar und er sagt auch, dass die Leute denken, dass wirklich alles Relevante vom CIA erfunden wurde, egal ob es Bitcoin ist, egal ob es irgendwelche Pandemien sind, Viren sind, das CIA steckt hinter all diesen Dingen, aber nein, er verneint das hier ganz, ganz klar, und das wird natürlich auch oftmals in Verbindung gebracht, weil die Geheimdienste und das CIA mit Verschlüsselungstechniken arbeitet. Und Bitcoin benutzt natürlich auch Kryptographie, und deshalb kombinieren viele hier, okay, Kryptographie, Geheimdienste, da muss irgendwas zusammenhängen. Und ich weiß auch nicht, wie oft ich den Kommentar unten schon gelesen habe in meinen Videos, hey, ich gehe nicht in Bitcoin rein, weil das Ganze ist doch eh vom CIA generiert und ich will hier keinen Staatstrojaner haben oder sowas. Und irgendwann werden uns dann die ganzen Bitcoin konfisziert und das ganze Bitcoin-Netzwerk wird platt gemacht. Aber das ist absoluter Schwachsinn, weil selbst wenn die CIA hinter Bitcoin stecken würde, dann könnten sie jetzt das Bitcoin-Netzwerk nicht abnehmen. Sie könnten deine Coins nicht konfiszieren, sie könnten keine Regeländerungen machen. Alles, was sie potenziell machen könnten, wenn wirklich die 1 Million Bitcoin, die Satoshi zugeordnet werden, wenn das wirklich das CIA wäre, dann könnten sie Preisdruck auf den Preis und auf den Markt ausüben. Sie könnten die 1 Million Bitcoin auf den Markt dumpen. Dann würden sie aber ihren eigenen Wert kaputt machen, ihre eigenen Ersparnisse kaputt machen. Das heißt, selbst wenn die CIA Bitcoin wäre, selbst wenn die CIA Zugang zu den 1 Million Bitcoin von Satoshi hat, dann hätten sie kein Interesse, die Bitcoin auf den Markt zu dumpen, weil die Bitcoin in den nächsten Jahren vermutlich noch viel, viel mehr wert werden. Aber das ist eine sehr, sehr weit hergeholte Theorie. Wie gesagt, man weiß nicht, wer Satoshi Nakamoto ist, und das ist auch gut so. Und Satoshi Nakamoto hat sich eh längst vom Bitcoin-Netzwerk abgekoppelt. Selbst wenn er morgen sagt, hallo, ich bin Satoshi Nakamoto, dann kann er das Bitcoin-Netzwerk nicht mehr abändern. So, what I will say first is that the assumption that great encryption starts at CIA is a false assumption. The correct assumption is that some very specialized company out there creates outstanding encryption, and then CIA becomes the first investor. Right. That's the way it actually works. Right. Das ist sehr spannend. Hier wird nämlich über eine sehr häufige Falschannahme geredet. Und zwar denken viele Leute, dass die CIA selber Technologie entwickelt. Aber der Spion legt hier ganz klar, dass die CIA gar nichts entwickelt, sondern alles, was die CIA macht, sie kauft als Investor Technologien auf. Wenn es zum Beispiel interessante Verschlüsselungstechnologien gibt, dann kommt die CIA und kauft hier irgendwelche Investoren auf. Und Satoshi Nakamoto hat auch damals keine Ausschreibung öffentlich gemacht und hat gesagt, hey, ich brauche hier Investorengeld, kauft ihr meine Technologie auf. Deshalb ist es auch sehr, sehr weit hergeholt, dass die CIA hinter Bitcoin steckt. Aber die richtig spannenden Parts kommen erst, weil es war auf der Hand, dass
die CIA nicht hinter Bitcoin steckt. Aber das, was jetzt wirklich sehr interessant ist, was die CIA und was Geheimdienste über Bitcoin denken. So, Bitcoin or the role of the blockchain is a fantastic technology that was created. And then everybody jumps on board, because what do you do whenever there's a fantastic technology? You jump on board. Right. Blockchain is a fantastic technology. The idea of a decentralized currency is a fantastic technology, but it goes against the model of the state. So it makes total sense that decentralized currency would be adopted by individual citizens across the world. Und jetzt wird's wirklich interessant. Hier redet darüber, dass Bitcoin eine geniale Technologie ist. Und wenn es eine geniale Technologie auf dem Markt gibt, dann ist es natürlich ganz klar, dass man hier aufspringen muss, und deshalb öffnen sich institutionelle Investoren für Bitcoin, deshalb öffnen sich auch Geheimdienste für Bitcoin, deshalb öffnen sich auch Staaten für Bitcoin, weil sie wissen, man kann es nicht verbieten, also muss man sich öffnen. Aber er sagt auch, dass Bitcoin gegen das Modell vom Staat geht, weil ein Staat ist zentral gesteuert, ein Staat will Kontrolle, er will Macht haben, Bitcoin ist dezentral strukturiert, die Menschen haben hier die Entscheidungspower, nicht irgendwelche Politiker oder Zentralbanken. Und deshalb ist Bitcoin hier sowas wie ein Gegenmodell, aber es ist extrem spannend zu sehen, dass selbst wenn Bitcoin eigentlich gegen das staatliche Modell geht, Staaten, Geheimdienste sich trotzdem für Bitcoin öffnen müssen, weil es eine Technologie ist, um die sie nicht herumkommen. Und sie könnten sich auch verschließen, aber damit machen sie einen Riesenfehler und damit haben sie einen riesen Wettbewerbsnachteil gegen andere Staaten, Geheimdienste, die sich für solche Technologien öffnen. Das heißt, Staaten haben keinen Bock auf Bitcoin, sind aber dazu gezwungen, sich für Bitcoin zu öffnen, weil es keinen Weg um Bitcoin herum gibt. Und deshalb macht es aus der Sicht vom Spion sehr, sehr viel Sinn, dass Individuen Bitcoin adaptieren und dass Individuen auch weiter sind wie Staaten oder Geheimdienste in der Adoption, weil die größten Vorteile von Bitcoin nicht auf der Staatsseite liegt, nicht auf der Seite von Geheimdiensten liegt, sondern auf der Seite von den Individuen gibt. Und Bitcoin verschiebt einfach hier etwas das Machtverhältnis weg von zentral gesteuerten Staaten, weg von Geheimdiensten, weg von Kantillionären, weg von Zentralbankern zu den Leuten an der Graswurzel. Und das ist das Geniale bei Bitcoin. It makes total sense that decentralized currency would be adopted by individual citizens across the world. And there's millions, tens of millions, billions possibly, Bitcoin users. But the idea that Bitcoin will ever be fully accepted by a federal government, the probability is very, very low, because it stands in contrast to what federal governments want, which is control. They want control, they want predictability, they want to be able to make a little bit of money off of every transaction, because that's what drives their GDP. Decentralized currency takes away the government's ability to make money off of every transaction. Und das ist hier wahrscheinlich der krasseste Part. Er redet darüber, dass Millionen von Menschen Bitcoin haben, vielleicht sogar Milliarden Menschen Bitcoin haben, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass Staaten wirklich proaktiv sich für Bitcoin öffnen oder Bitcoin umarmen, sehr, sehr gering ist, weil es, wie gesagt, gegen das staatliche Modell gibt. Zu einem gewissen Grad müssen sie sich natürlich öffnen, so wie wir es zum Beispiel in den USA sehen, um Wähler zu fangen und so weiter. Aber es wird nicht so weit gehen, dass sich Fiat-Währungen von Bitcoin verdrängen lassen. Und das ist gemeint, wenn sich Staaten quasi Bitcoin umarmen und sich mit Bitcoin anfreunden. Das heißt, das, was momentan passiert, ist eher sowas wie, dass Staaten dazu gezwungen sind, etwas zu machen, worauf sie gar keinen Bock haben, und zwar Bitcoin anzunehmen, zu akzeptieren. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie hier all in Bitcoin gehen, weil das, was Staaten wollen, ist, sie wollen Macht, sie wollen Kontrolle, sie wollen Vorhersehbarkeit. Und das haben sie alles bei Bitcoin nicht. Erstens haben sie keine Macht, weil selbst wenn sie hunderte Milliarden an Kapital haben, wenn sie militärische Power haben, wenn sie die krassesten Bazookas und die krassesten Militärjets am Start haben, dann können sie das Bitcoin-Netzwerk nicht einnehmen. Und hier gibt es das große Problem, dass Staaten Macht wollen, aber Bitcoin ist ein Umverteilungsmechanismus von den Machthabern, die wir jetzt an der Macht haben, zu jedem Individuum. Jedes Individuum ist wieder gleichmächtig und nicht ein paar Individuen sind ganz, ganz mächtig und ein paar haben gar nichts zu sagen. Das heißt, Macht ist der erste große Punkt, der hier den Staaten wirklich auf den Finger drückt. Der zweite Punkt, den wir haben, ist Kontrolle. Staaten wollen zensieren, Staaten wollen Leute aus dem Finanzsystem ausschließen, Embargo-Listen erstellen. Das ist alles bei Bitcoin nicht möglich. Deshalb haben hier Staaten auch ein großes Problem mit Bitcoin. Und der größte Punkt, den Staaten an Bitcoin stört, ist, dass
Wenn Bitcoin sich durchsetzt, gibt es keine Möglichkeit mehr, den Leuten Kaufkraft durch Inflation aus der Tasche zu ziehen. Er beschreibt es hier, dass Staaten an jeder Transaktion mitverdienen wollen. Und damit ist natürlich gemeint, dass Staaten durch Inflation den Leuten einfach die Kaufkraft aus der Tasche ziehen können, ohne dass die Leute das merken. Und so kann auch das Bruttoinlandsprodukt teilweise wieder gestärkt werden. Das ist mit Bitcoin nicht möglich, weil es hier keine Zentralbanken gibt, hier gibt es keine Mittelmänner, hier gibt es auch niemand, der hier irgendwie Gebühren verlangen kann für Transaktionen. Das bedeutet, Staaten werden durch Bitcoin entmächtigt, weil sie nicht mehr das Geldmonopol haben, weil sie nicht mehr den Arbitrageeffekt haben, dass sie über Fiatgeldinflation den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen können. Bitcoin zerstört diesen Umverteilungseffekt und das bedeutet auch, dass Staaten nicht mehr so arg über ihren Verhältnissen leben können. Und deshalb, laut dem CIA-Spion, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Staaten wirklich all in Bitcoin gehen, sehr, sehr gering. Und sie machen nur das Mindestnötige und sie öffnen sich jetzt zwar teilweise für Bitcoin, aber nur zu einem gewissen Grad, weil sie wissen, dass sie sich öffnen müssen. Weil wenn sie der letzte Staat sind, der sich für Bitcoin öffnet, wie beim Internet oder sowas, dann haben sie einfach einen Nachteil gegenüber den anderen Staaten, die sich schon früher fürs Internet oder für Bitcoin geöffnet haben. Und deshalb ist der Spion auch noch sehr, sehr skeptisch, wenn es darum geht, ob Bitcoin mal als Zahlungsmittel weltweit implementiert wird. Er sieht es eher so, dass es als Gegenstück zu Fiat existieren wird, aber dass Bitcoin niemals Fiat-Währungen komplett obsolet machen wird, weil einfach Staaten da extrem viel dagegen haben. So even though the blockchain is there to show full accountability, the federal government would rather have the blockchain in their own currency. So it becomes this constant point of consternation where federal governments are going in the direction of cryptocurrency, which is good, right? Cryptocurrency is something we should adopt. But what they're doing is they're going about it in a way where they're developing their own cryptocurrencies and abandoning the market cryptocurrencies, which leaves the market cryptocurrencies in an uneven place. Hier spricht er jetzt über den Plan von Staaten und Geheimdiensten, der vermutlich in den nächsten Jahren Realität wird, dass Staaten ihre eigenen Kryptowährungen kreieren werden. Und was er damit meint, dass zum Beispiel Staaten CBDCs kreieren. Wir sehen das teilweise in China schon, in Europa arbeitet man an CBDCs. In den USA ist noch nicht ganz klar, ob jetzt CBDCs kommen oder nicht. Da gibt es auch einige Staaten, die sich gegen CBDCs stark machen, unter anderem auch Donald Trump. Er geht davon aus, dass Staaten ihre eigenen Kryptowährungen erstellen werden, die sie dann auch kontrollieren und bestimmen können. Und dann wollen sie durch das, dass sie ihre eigenen Kryptowährungen den Leuten aufzwingen, Bitcoin vom Markt verdrängen. Aber das wird definitiv nicht passieren. Bitcoin wird sich hier nicht von irgendeinem Shitcoin-CBDC oder sowas vom Markt verdrängen lassen. Aber so denken eben noch viele Geheimdienste oder wie hier der Spion, dass das hier eine potenzielle Möglichkeit ist. Natürlich wird es hier parallel vielleicht CBDCs und Bitcoin geben. Aber Bitcoin wird von CBDCs nicht verdrängt, sondern Bitcoin wird potenziell von CBDCs sogar noch verstärkt, weil das größte Marketing, das Bitcoin hat, sind Zentralbankers, sind Leute, die CBDCs einführen wollen, weil das macht den Druck und die Notwendigkeit für Bitcoin immer höher, den Druck, dass die Leute aus dem Fiat-System, aus dem CBDC-System in Bitcoin switchen. Und das ist dann ein sehr, sehr gutes Argument für Bitcoin. Well, I've never said anything about the government making it illegal. Oh. Yeah, I was saying that they're not going to adopt it as a mainstream currency. Oh, yeah, of course not. Yeah, no, of course yeah, not. I don't think they're going to outlaw it. I don't think they're going to make it illegal because at the end of the day, even if they did make it illegal, it still exists. Right, exactly. Right? But whether or not your Bitcoin is or your cryptocurrency of anything outside of a government-backed cryptocurrency, whether or not it will ever become something that you can literally use in the mainstream world to buy everything from milk and eggs to an Amazon order, yeah. Right? That is a point of question that I would say is not yet defined. Yeah. Das ist aber spannend hier, was der CIA-Spion jetzt noch sagt, weil er sagt, dass Bitcoin nicht verboten werden wird, weil selbst wenn Bitcoin verboten wird, dann wird es immer noch existieren und dann wird man es immer noch benutzen können. Das heißt, das hat er hier definitiv verstanden und deshalb geht er auch nicht von einem Verbot aus. Aber wie schon vorher erwähnt, geht er auch nicht davon aus, dass Staaten sich so arg für Bitcoin öffnen werden, dass es dann irgendwann tägliches Zahlungsmittel wird, da ist er noch etwas skeptisch. Das heißt, was man hier wirklich rausnehmen kann aus diesem Interview, Staaten und Geheimdienste haben eigentlich keinen Bock auf Bitcoin, müssen sich aber trotzdem für Bitcoin öffnen, weil sie sonst einen Wettbewerbsnachteil haben. Sie öffnen sich aber nur zu dem Grad, wo es gerade so notwendig ist und sie werden durch Bitcoin nicht ihre Fiat-Währungen abschaffen, sondern Bitcoin und Fiat-Währungen werden ganz lang koexistieren und da wird es auch einen Kampf miteinander geben. Bitcoin hinterfragt
das Konzept von jeder Fiat-Währung, aber trotzdem kommt kein Staat an Bitcoin vorbei. Außerdem wissen wir jetzt, dass Satoshi niemand vom CIA war. Wenn ihr wollt, dass Staaten und Geheimdienste jetzt all in Bitcoin gehen, obwohl der Spion hier dagegen argumentiert, dann haut jetzt auf den Like-Button. Und wenn ihr nicht wollt, dass Staaten und Geheimdienste all in Bitcoin gehen, dann schreibt mir das in die Kommentare und lasst mich wissen, warum. Bis dann, peace out.